verrecken lassen. Es bleiben uns nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Sie ist die halbe Insellänge von Ihnen entfernt. Können Sie mich zu ihr führen? Ich kann's versuchen. Gut, ich mach mich auf den Weg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part weiter Schrei. Und dieser Part wird wahrscheinlich sehr, sehr horrormäßig sein, weil die freaking Mutanten haben die Insel über Kontrolle. Haben Kontrolle über die Insel. Hört ihr das rumlaufen von diesen Viechern? Da hört ihr, also ihr seht unten im Radar. Seht ihr das laufen? Wie kann man nochmal angreifen? Ja, also hier. Alter, ich krieg Schiss bei dem Kack. Aber ich weiß ganz genau, die Typen, die springen einen an. Ich weiß nicht, wie kann man hier. Das ist hier ziemlich nice. Sorry, man. Okay. Der ist wohl tot. Der hier ist wohl auch tot. Ich habe ein neues Nachtsichtgerät. Und ein besseres oder so. Gut, hier gab es wohl schon Angriffe und Schüsse und so ein Shit. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wo lang ich gehen soll. Oh, jetzt habe ich gerade fett viel Leben und Dreck verloren. Am behinderten heißen Gas da. Das habe ich jetzt leider nicht beachtet, einfach nur. Sehr leichtsinniges Leben hier verloren. Kann man hier sehen? Das war laut. Zu laut. Ja, gut, die ist sicherlich. Wir werden jetzt hier ein bisschen vorrücken. Und dann rechts und links gucken. Holla! Halli hopp! Ja, speichere Spiel. Oh, den einen Gegner habe ich hervorragend erledigt. Oh mein Gott. Habe ich das Dampfventil von drüben zugemacht, oder? Ja. Okay, zurücklaufen. Gut, dass das Spiel gespeichert hat, weil sonst hätte ich das Dampfventil niemals zugekriegt. Die Tür ist kaputt. Hier kann man die Belüftungsschächte für die Belüftungsschächte sehen. Wenn man die Belüftungsschächte immer schon belüftet sind. Macht Sinn, klar. Und wir. Ich steigere mich hier gerade. Übrigens ist es wieder ein weiterer Part auf Droge. Leider ohne Bier. Weil Drogen und Bier, die mögen sich nicht. Das verträgt sich nicht. Hier hätten wir jetzt das Gas ausgeschaltet. Drücken jetzt hier hervorragend. Diese kleinen, die Forscher hier, die gefallen mir. Forscher, die sind easygoing. Die sind gute Gegner. Die brauchen nicht zick ein ganzes Magazin, um umzufallen. Ich weiß nicht genau, ob ich die Schrotflinte nehmen soll. Wo ist die auf 1? Okay, alles klar. Speichere Spiel. Ja, alles klar, sehr gut, sehr gut. Jeder Checkpoint ist eigentlich ein Erfolg. Wie wär's, wenn du stirbst, wenn ich auf dich schieße? Drecksviech, ey. Ist das jetzt Gas? Ist das jetzt heiß oder nicht? Ich schätze mal ja. Ich gehe mal hier einfach rein. Wow. Ich kann übrigens nicht schneller laufen. Als das. Ich bin nicht irgendwie am Ducken oder so. Jetzt bin ich am Liegen. Jetzt bin ich noch viel langsamer. Oh, shit, okay. Jetzt muss ich auf Steuerung draufbleiben. So viel dazu, weil ich mich nicht aufrichten kann. Schneller geht's einfach nicht. Schneller ist. Was ist denn das bitte? Are you fucking kidding me? Denn das Gas hat man jetzt wirklich nicht gesehen. Oder hat man das gesehen? Nein, hat man nicht. Klasse. Was ist denn das? Ja, dann nochmal, nochmal. Egal, wir gehen also nicht die tote links, sondern die erste rechts. Da war noch ein Schacht. Also das hier, der hier. Kurz den Affen hier beiseite räumen und den Gang hier entlang gehen. Hoffen, dass kein freaking Gas stirbt. Gib dir, wie viel Schüsse man braucht. Oh, hässliches Viech, ey. Hässliches Viech.
Ich sehe dich! Vier Schuss dafür, das ist gar keins fett. Kein Schuss für meinen One-Hit-Wonder. Das wäre nicht liebevoll mein Scharfschützengewehr. Weil ich dafür nur einen Schuss brauche für jeden Gegner. Und dann sollte sich das. Dann war es das mit den für den Gegner. Jetzt habe ich hier. Oh, ah, da muss ich also drauf. Oh Gott, jetzt habe ich das schön hier. Wow, spring! Au. Das ist doch scheiße, wenn man für Leben verliert, nur weil man rumjumpt, ey. Hier, ein bisschen Rüstung wieder auf, alles klar. Und wir gehen weiter. So. Dampfventil, jetzt hab ich. Jetzt soll wieder zurücklaufen. No shit. Ah! Ja, ich versuche die Gegner, indem ich sie mit Affentönen zurückschreck, aufzuhalten. Jetzt kratzt meine Nase kratzt, juckt. Er meint, juckt. Oh, ich muss meine Nase kratzen. Entschuldigung. Oh, das war gut. Jetzt bin ich um einige Gehirnzellen leichter. Nein! Nein! Oh, Mädels, ihr macht mich fertig, ihr kleinen. Ihr kleinen Assis, ey. Schau mal, so schön. Wenn er so weit weg einfach kommt. Okay. Einfach nur so umfällt. Die können mich nicht anspringen in den Schächten. In den Schächten, da kann man nicht springen. Die sind nämlich zu klein. Das macht Freude. Aber wenn die mich hier anspringen könnten, auf freiem Feld, dann wäre ich schon längst ausgedient hier. Huiuiuiui. Zum Beispiel hier. Oh, das war knapp. Er ist zum Sprung fast gekommen. Oh, mein Gott. Und so stark, wie ich mir das vorstelle, ist es die Strohflinte auch nicht irgendwie. Da brauche ich auch Pass. Siehst du das auch? Hier, rechts, gehört? Hier rechts ist jemand, oder? Oh. Ah, doch. Sehr gut gemacht, Strohflinte. Sehr gut. Das ist Gas. Gas ist heiß. Ich habe Angst vor heißem Gas, weißt du? Aber der läuft halt auch rein. Was ist denn die Falcon 357? Schauen wir mal. Eine Pistole. Auch schöne Waffe, auch schön. Okay, ich gehe nicht ins. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich konnte da reinlaufen, dieses Gas. Aber ich riskiere es mal einfach nicht. Weil wir wissen ja. Gas, was nicht von Gazprom kommt, ist nicht unbedingt. Ist nicht gut. Nicht gut für dich, nicht gut für Welt. Ist der heiß wie bei Tschernobyl. Tschernobyl heißt es, glaube ich. Tschernobyl. Oh. Dem taugt wohl hier. Oh, ich habe 6 Granaten. Dem taugt wohl hier das geile Medikit. Der ist wohl auch Drogen bei. So, speichere Spiel. Aufzug. Geh auf. Ich will dich benutzen. Ah. Aufzugtür öffnen. War da nicht was? Ja, mein Freund, da war. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich warten soll oder nicht. Oh mein Gott! Holy shit! Was ist denn hier los? Okay, ich habe eine Frage an alle Technikfreaks. An alle Technikfreaks, bitte helft mir. Ich habe keinen Bock zu googeln. Ich frage euch, damit ihr euch wichtig fühlen könnt. Könnt ihr nun diese Frage beantworten? Ich drücke 3 Tasten gleichzeitig. Wenn ich 3 Tasten gleichzeitig auf meiner Tastatur länger gedrückt halte, dann kommt es zu einem Piepen und die dritte Taste funktioniert nicht mehr. Die letztgedrückte Taste funktioniert nicht mehr. Also ich kann nicht mehr als 3 Tasten gleichzeitig drücken. Wie kann ich das umgehen? Vielen Dank. Dankeschön für die Hilfe. Sie bekommen Rechnung. Dann piept es, so wie hier jetzt. Piept es. Ich drücke 3 Tasten. Ich kann keine 3 Tasten drücken.
Okay, warum lasse ich jetzt hier so abschießen? Warum lasse ich mich hier so abschießen für einen Gegner? Jetzt habe ich mich kurz nicht konzentriert. Mein Gott. Meine Güte. Schlecht. Nein! Warum bin ich jetzt so schlecht? Es war schlecht. So, Entschuldigung, tut mir leid. Es war schlecht. Mein Fehler, war schlecht. Ich entschuldige mich nun bitte. Ich entschuldige mich. Ich habe mich recht herzlich entschuldigt. Aber ohne Mist, ihr müsst sagen, ich für meine Verhältnisse komme relativ gut durch. Liegt das an Drogen? Liegt das an dem vergleichsweise leichten Stellen jetzt hier? Oder liegt das an den Drogen? War ich jetzt hier schon mal so, man kann man Gegner besiegen. Mein Gott, sind die, halten die viel aus. Was? Was? Oh mein Gott, okay. Von hinten, von vorne, von hinten, von vorne. Hier geht's ja ab wie bei Tante Emma. Im Puff. Wollte ich damit sagen. Für alle zweideutigen Leute hier unter euch. Für alle Versauten, die jetzt dachten hier. Ich glaube, ich habe was gehört. Also ich werde Folgendes jetzt tun. Ich werde ihn hier oben überraschen und ausschalten. Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott, du musst sterben, wenn ich dich angreife! Und jetzt bleibe ich einfach hier. Nee, ich bleib hier. Und die kommen alle nacheinander hier rein. Und ich erledige sie. Obwohl, ich kann hier ausweichen, ja, so gut wie. Alter, was sind das für Reaktionen von dem Typ? Übelster Flickschall erstmal hingelegt, hey. So. Also hier kann ich bleiben und hier. Hier wird das Ende sein. Das Ende aller Tage. Also das Ende aller Tage dieser Menschen hier, dieser... Nein, es sind keine Menschen, das sind selbstverständlich KI-gesteuerte Computer-NPCs, die keine Familie haben. Ja, wir haben ja hier, können auch Kinder können hier zugucken. Ja, meldet dieses Video, wenn ich hier solche Ausdrücke in den Mund nehme. Jetzt habe ich hab immer Schiss, wenn ich zu lange warte, dann denke ich mir, oh, du kannst bestimmt vorgehen, auf die Tür, zack, drei Leute vor mir, zack, boom. Und ich... Zeitlich das Segne. Hallo? Ich habe es geht's doch vor. Boss Deep. Da geht der Boss Deep. Wow. Ich habe es vielleicht nicht aufgeschreckt. Ich höre überhaupt nichts. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen. Shit, schon wieder halbe Leben verloren. Kommt jetzt hier hoch die Treppe, Mann, und kommt die Tür entlang, bitte. Komm schon. Jetzt bin ich wieder unentdeckt. Seht ihr das? Links unten, die Entdeck-Ding ist weg. Du steckst in Schwierigkeiten. So. Kommen nicht hoch, die Typen. Aber ich höre sie laufen. Hört ihr das? Der ist hier links, der ist hier direkt ungefähr hier oder so.
Wieso kommt der nicht? Da war noch einer. Was habe ich noch für Granaten eigentlich dabei? Was ist das hier? War das eine Flash? Eine Blendgranate? Yes, man! Raum geklärt, oder? Woo! Ich bin gut, nein, das war eine Rauchgranate. Relativ sinnlos. Hast du was gesehen? Du bist am Ende! Holy shit. Das war schon wieder viel zu. Was zur Hölle, ey? Klasse. Mein Gott! Diese Gegner, die regen. Die sind echt heftig. Die sind echt heftiger. Ich hab ihn halt am Kopf erwischt. Was ist denn hier los? Ich hab kein Leben mehr. Wow, das Spiel. Schon wieder dieses Piepen, dieses Drecks 3-Taste drücken, geht nicht. Ich glaube, der Part ist schon wieder zu lang, der Part ist schon wieder zu Ende, schätze ich. Aber ich spiele noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Jetzt schauen wir uns mal das große Viech hier, was hier liegt, an. Bam. Toll, diese Dinger sind verdammt groß. Was ist das? Ich habe Gerüchte gehört. Die Söldner nennen sie Fettsäcke. Hüten Sie sich vor denen. Die sind schwer bewaffnet. Das habe ich auch schon gemerkt. Oh, really? Ja, richtig. You don't say. Ein Fettsack. Halten sie sich von ihm what the fuck? Deswegen, ja, das sind die Raketenwerferteile. Die haben Raketenwerfer und schießen Raketen auf dich. Dazu sind sie einfach noch fett. Also zusätzlich sind sie fett wie Sau. Und ich weiß nicht genau, wenn ich soll, was ich tun muss. Wenn ich hier nicht durch kann, dann muss ich wohl da hoch. Oder hier einen Knopf irgendwo drücken. Oh nein! Geh weg, ich bring ihn fest! Wo kommt der her, Mann? Durchatmen. Speicherpunkt. Ah, ich könnte da lang. Was mache ich jetzt noch? Mein Gott. Speichere Spiel. Sehr gut. Oh, vielen Dank fürs Gucken. Vielen Dank für Feedback, für Futterrücken. Puh. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß oder hier Spannung wie ich. Ich erledige! Weil ich sehe schon, das Spiel ist hier. Oh, das war nicht so gut. Ah, doch, das war gut. Der Typ schießt auf Gegner hier. Auf jeden Fall, das Spiel lebt ja hier von der Spannung und nicht unbedingt vom Witz, den ich hier erzähle, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Das ist nicht unbedingt so ein witziges Spiel, sondern so ein spannendes Spiel. Ich hoffe, es taugt euch und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt: Far Cry. Primaten unter sich. Ja. Macht's gut.